Auch am heutigen Freitag ist in der Welt des Sports allerlei geboten. In der Fußball-Bundesliga sitzt Thomas Doll erstmals auf der Trainerbank von Hannover 96. Gegen RB Leipzig sind die Niedersachsen nur Außenseiter. Das deutsche Davis Cup-Team um Alexander Zverev will im Erstrundenduell gegen Ungarn den Grundstein zum Einzug in das Finalturnier legen. In Oberstdorf gehen die besten Skiflieger der Welt auf Weidenjagd. Sport 1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für Ihren Sporttag komprimiert zusammengefasst. Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit, das ist passiert. NBA Embiid verdirbt Time, Debüt von Cousins in der NBA. Kassieren die Golden State Warriors gegen die Philadelphia 76ers eine bittere Pleite. Beim ersten Heimspiel für den wiedergehenden Warriors-Star DeMarcus Cousins nützen auch die 41 Punkte von Steph Curry nichts. Ein bärenstarker Joel Embiid und Teamkollege Ben Simmons erledigen die Warriors im Alleingang. Zum Bericht in NBA Trade Beben. Porzingis zu den Mavs. Die New York Knicks und die Dallas Mavericks haben sich auf einen beeindruckenden Trade geeinigt. Top-Talent und All-Star Kristaps Porzingis wechselt nach übereinstimmenden Medienberichten zu den Mavs und Dirk Nowitzki. Zum Bericht in der Liga läuft es für die Mavericks dagegen nicht rund. Gegen die Detroit Pistons geht den Mavs in allerletzter Sekunde die Puste aus. Zum Bericht, Transfermarkt, Kagawa zur Leihe nach Istanbul. Mittelfeldspieler Shinji Kagawa hat nach einer ernüchternden Hinrunde bei Tabellenführer Borussia Dortmund seine Zelte wie erwartet abgebrochen. Der 29-jährige Japaner wechselt zunächst bis zum Saisonende auf Leihbasis zum türkischen Topclub Besiktas Istanbul. Zum Bericht, wen holten die Bundesliga-Clubs? Wer musste gehen? Die Übersicht zum Durchklicken, 2. Bundesliga, Union Berlin, besiegt Aufstiegsfavorit Köln. Union Berlin hat dem 1. FC Köln den Pflichtspielauftakt ins Jahr 2019 gründlich verdorben und darf selbst vom Aufstieg in die 1. Bundesliga träumen. Zum Abschluss des 19. Spieltags besiegten eiskalte Köpenicker die Domstädter mit 2:0. Zum Bericht Basketball. München gelingt Überraschung gegen Titelkandidat. Bundesliga-Tabellenführer Bayern München hat in der Basketball-Euroleague für eine Überraschung gesorgt. Gegen Titelkandidat Fenerbahce Istanbul setzte sich das Team von Trainer Dejan Radonjic nach zweimaliger Verlängerung mit 90:86 durch und feierte den 11. Sieg im 21. Spiel, zum Bericht Copa del Rey, Real im Halbfinale. Spaniens Rekordmeister Real Madrid ist ohne Mühe ins Pokal-Halbfinale eingezogen. Mit dem 3:1 beim FC Girona erreichten die Königlichen nach 5 Jahren erstmals wieder den Einzug in die Runde der besten 4. Zum Bericht, das passiert heute. Bundesliga, Debüt für Trainer Doll in Hannover. Trainer Thomas Doll kehrt nach über 10 Jahren in die Bundesliga zurück. Der frühere Nationalspieler will mit seinem neuen Club Hannover 96 im Abstiegskampf wichtige Punkte holen. Allerdings heißt der Gegner der Niedersachsen in der Partie RB Leipzig Bundesliga, Hannover 96 RB Leipzig ab 20:30 Uhr im Live-Ticker. Der Tabellenvierte peilt nach seinem Sieg in Düsseldorf den nächsten Dreier an. 2. Bundesliga, Kellerduell in Ingolstadt zum Auftakt des 20. Spieltags stehen 2 Partien auf dem Programm. Der FC Ingolstadt empfängt den 1. FC Magdeburg zum Kellerduell. 2. Bundesliga, FC Ingolstadt 04:1. FC Magdeburg am Freitag um 18:30 Uhr im Live-Ticker. Auch in der anderen Partie steht der Kampf gegen den Abstieg im Fokus.
Der MSV Duisburg hofft gegen den SV Darmstadt 98 auf wichtige Punkte gegen den Gang in die dritte Liga. 2. Bundesliga MSV Duisburg, SV Darmstadt 98 am Freitag um 18:30 Uhr im Live-Ticker, Tennis, Zverev und Co. Im Davis Cup gegen Ungarn. Die deutschen Tennisherren spielen um den Einzug in die Davis Cup-Endrunde im November in Spanien. In Frankfurt gelten Alexander Zverev und seine Teamkollegen im Duell mit Ungarn als haushoher Favorit. Eröffnen wird die Begegnung Philipp Kohlschreiber gegen Zsombor Piros. Danach spielt Zverev gegen Peter Nogi. Tennis Davis Cup Deutschland, Ungarn an 16 Uhr im Live-Ticker. Handball, Schaulaufen der DHB-Männer beim All-Star Game. Zum Schaulaufen der Publikumslieblinge kommt es in Stuttgart. Beim All-Star Game trifft die deutsche Handballnationalmannschaft, die bei der Heim-WM die Massen begeistert hatte, auf eine Bundesliga-Weltauswahl. In dem Aufeinandertreffen um 19:00 Uhr sind spielerische Leckerbissen garantiert. Wintersport, Skiflugshow in Oberstdorf. Mit 3 Weltcupfliegen in Oberstdorf beginnt für die deutschen Skispringer die heiße WM-Phase. Die Euphorie des Saisonbeginns ist bei Bundestrainer Werner Schuster gewichen. Die prominentesten Flieger bereiten Sorgen. Severin Freund ist im Allgäu sogar gar nicht dabei. Skiflug-Weltcup in Oberstdorf ab Freitag, 16:10 Uhr im Live-Ticker. Das müssen Sie sehen. Bundesliga aktuell. Bundesliga aktuell präsentiert die aktuellen Themen aus der Bundesliga und 2. Bundesliga, dem internationalen Fußball sowie aus weiteren populären Sportarten. Das Magazin bietet Nachrichten, Interviews, Meinungen, Hintergründe und die heißesten Stories aus der Social-Media-Welt. Bundesliga aktuell ab 20 Uhr, 21:30 Uhr und 23:30 Uhr auf Sport 1 im TV und Stream Sky Sport News HD, die 2. Bundesliga 19. Spieltag. Auch nach der Winterpause sind die Highlight-Zusammenfassungen der 2. Bundesliga in der Sky-Produktion Sky Sport News HD, die 2. Bundesliga parallel auch auf Sport 1 zu sehen. Die Sendung fasst die Höhepunkte der Partien des Tages zusammen. Ab 22:30 Uhr im Free-TV auf Sport 1 und im Stream. Das Videoschmankerl Jadon Sancho zeigt im Trainingsspiel des BVB einen unfassbaren Move. Wenn er den so mal in der Bundesliga auspacken würde.